Hallo und herzlich willkommen bei CineGeek und unserem Bericht von der Berlinale. Diese fand unter strenger Einhaltung der 2G-Plus-Regeln statt. Auf Partys und Veranstaltungen wurde ganz verzichtet. Eröffnet wurden die Festspiele durch François Ozons Peter von Kant, einer Interpretation von Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Aktuellerweise wird darin das Konzept Lockdown behandelt. Ebenfalls aktuell und politisch ist jedoch ein ganz anderer Film, den wir euch vorstellen wollen, nämlich Nuclear Family, der in der Sektion Forum läuft. Ein Roadmovie der ganz besonderen Art. Nuclear Family ist im Amerikanischen ein Wortspiel, denn der Begriff bezeichnet normalerweise den engeren Familienkreis. In diesem Fall bedeutet er allerdings eher so etwas wie Nuklearwaffenfamilie. Der Filmemacher bezeichnete ihn als cinematische Konfrontationstherapie. Denn seit Trumps damaliger Wahl zum Präsidenten plagen ihn Ängste vor einer nuklearen Apokalypse. Also nimmt er seine nukleare Familie mit auf einen Roadtrip der ganz besonderen Art. Er führt sie entlang der Raketensilos, die über das Land verstreut sind. Was daran so aktuell ist? Nun, in 2 Jahren finden bereits die nächsten Wahlen statt, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei der Berlinale geht es nicht nur um aktuelle Filme, sondern immer auch um die Bewahrung der Filmkultur aus anderen Jahrzehnten und ihre Vermittlung an das heutige Publikum. Das solchen Retrospektiven gewidmete Format Berlinale Classics stellt in diesem Jahr 7 restaurierte Filme vor, die zu sehen sich immer noch sehr lohnt. Einer davon ist Mama Roma aus dem Jahr 1962 von Pier Paolo Pasolini. Du magst deine Mutter, nicht wahr? Ja, ja. Wie in vielen seiner Werke widmet sich Pasolini auch in diesem dem Proletariat, den Verarmten, Kriminellen oder Vereinsamten. Die in einer immer kälteren, industrialisierten Welt zurückbleiben. Wir sind zwar alles arme Leute hier. Wir bestellen nur die Erde. Aber wir sind doch brave Leute. Wie viel? Ich habe aber kaum noch Geld, das weißt du hoffentlich. 200.000. Wo soll ich das hernehmen? Hm. Glaubst du, ich mache Spaß? Italiens damaliger Superstar Anna Magnani spielt eine ehemalige Prostituierte. Addio, ihr Puppen, addio! Die von einem respektablen Leben in der ewigen Stadt träumt. Dabei versucht sie, ihren Sohn vor der Welt zu bewahren, in der sie lange leben musste. Seit wann wohnen Sie hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Seit ein paar Wochen. Verschwinde! Raus mit dir aus meinem Haus! Ich weiß schon, wegen deinem Sohn willst du nicht wieder auf den Strich gehen. Du hast bloß Angst, er könnte es erfahren. Aber ich will dir was sagen. Ich erzähl's ihm, wenn du es nicht wieder tust. Dann sag ich ihm, wer du bist, deinem Ettore. Los, raus! Verschwinde! In dieser Sendung stellen wir nicht nur aktuelle Berlinale Filme vor, sondern wollen auch an frühere Gewinner erinnern, die oft viel zu kurz im Schlaglicht stehen und dann schnell wieder vergessen werden. Das nächste Werk gewann 2014 nicht nur den Goldenen Berliner Bären für den besten Film, sondern wurde auch noch zusätzlich mit dem Silbernen Bären für den besten Schauspieler ausgezeichnet. Damit siegte er über ein starkes Konkurrentenfeld aus Bewerbern wie Boyhood und Grand Budapest Hotel. Ebenfalls ungewöhnlich für einen Gewinnerfilm der Berlinale ist das Thema. Es handelt sich nämlich um einen Kriminalfilm. Feuerwerk am helllichten Tag von Regisseur Jinan Diao erzählt in symbolträchtigen, visuell kraftvollen Bildern die Geschichte mehrerer Morde. Wir haben ein Problem an Band 3A! Band 3A anhalten! Von Leichenteilen auf Kohlehalden. Ich habe aber gehört, wir sind von einer nackten Frauenleiche. Überall gibt's Leichenteile. Als hätte es welche geregnet. Man vergleicht Teile in 15 Fabriken. Und zwar in 6 Landkreisen der Provinz. Und einer schnellen Aufklärung. Komm mit. Halt! Wer hat den Laster gefahren? Hä? Rede! John! Nein!
Doch an dieser Stelle beginnt die Geschichte erst wirklich. Was ist mit dir? War's schlimm im Krankenhaus? Und erinnert damit an die erste Staffel der Kultserie True Detective, die ebenfalls 2014 erschien. Glaubst du, weil du als Polizist angeschossen wurdest, bist du was Besonderes? Wie dort ist auch hier Jahre später der damals leitende Kommissar im Ruhestand, dem Alkohol verfallen und hat sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen. Bis ihm ein Kollege von einem aktuellen Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen Morden aufweist. Dass das Liang Jiens Frau, die Wäscherin Wu Ji-jen. Ist sie in alle drei Mordfälle verwickelt? Ja, so sieht's aus. Wer was mit ihr anfängt, den erwischt es. Ich habe gesehen, wie einer Leichenteile von einer Brücke geworfen hat. Ja, wirklich. Da musste ich an einen ungelösten Fall denken. Keine Bewegung! Bleiben Sie stehen! Der hat uns jahrelang beschäftigt. Er hat die Leichenteile während der Nachtschicht auf die Ladeflächen geworfen. Noch immer sehenswert ist auch der Gewinner des Goldenen Berliner Bären von 2004. Gegen die Wand von Fatih Akin mit Sibel Kekili in der Hauptrolle. Als Deutsch-Türkin wuchs die Darstellerin selbst mitten im Clash der Kulturen auf, die der Film beschreibt. Seinen Start begleitete eine skrupellose Hetzjagd der Bild-Zeitung gegen Kekili, die sie selbst als Medienvergewaltigung bezeichnete. Die junge Sibel rebelliert gegen ein konservatives türkisches Elternhaus. Bis sie glaubt, dass es keine Lösung mehr gibt. Wenn ihm irgendwas passiert, wische ich dich weg. Im Krankenhaus trifft sie auf Jahid. Lass mal mir, Diggi. Wenn du mich heiratest? Wieso gerade ich? Ich bin Penner! Weil meine Eltern nicht akzeptieren werden, du bist Türke, Mann! Ich hätte mir meinen Bruder gebrochen, weil er mich beim Händchenhalten erwischt hat. Und sieht plötzlich ihren Ausweg. Ich will leben, Jahid. Ich will leben, ich will tanzen, ich will ficken. Und nicht nur mit einem Typen. Sibel? Seine Idee ist es. Bitte, Jahid, erinnere Janukin, bitte. Doch dann tritt ein neues Problem auf. Und das Problem heißt Liebe. Ich will deine Türkin griechisch ficken! Ruf laut! Bitte, Schöpfe. Wir müssen unsere Ehre retten. Was für eine komische Beziehung habt ihr eigentlich? Er ist mein Mann und ich bin seine Frau. Es wird schnell über einen Film gesagt, dass er durch eindrückliche Bilder dramatische Wucht entfaltet. Aber der nächste Film entfaltet tatsächlich durch eindrückliche Bilder dramatische Wucht. Una Femina aus der Sektion Panorama berichtet von einer wahren Familiengeschichte aus einem Land, das viele in der Mitte Europas verorten. Aber Italien hat viele Gesichter und viele Regionen und manche von ihnen leben immer noch nach Regeln, die uns ziemlich archaisch erscheinen. Erzählt wird die Geschichte von Rosa, die in einem kalabrischen Dorf lebt und früh ihre Mutter verloren hat. Mamma sa tenere al diavolo un corpo. Egli invece parla poco. Io parlo quando serve. Sie erinnert sich an mysteriöse Umstände. È morto un barman. Mamma parlava. Bis sie familiäre Verstrickungen in das organisierte Verbrechen entdeckt. Doch erzählt wird auch die Geschichte von Frauen an sich. Konfrontiert mit den stoischen Gesetzmäßigkeiten ihrer Kultur. Erzählt wird ihr Schweigen und ihr Widerstand.
pensavano i conchesi. Noi non siamo niente, lo capisci? Che sei una malatascia. Tu sei l'unica che può cambiare su schifo. Tu sei forte, no? Sei più forte di tutti. Und dann möchten wir euch noch auf eine TV-Premiere hinweisen, die ihr hier bei Kinowelt TV sehen könnt. Es geht um die Folgen, die es möglicherweise hätte, könnte man die Erinnerungen von Menschen aufzeichnen. Durch die riesigen Schritte, die die Hirnstromforschung macht, scheint dieses Szenario gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Natürlich bringt es so einige Fragen mit sich bezüglich der ethischen und der emotionalen Konsequenzen. Und die stellt der Film Re-Memory. Am Anfang der Geschichte steht Gordon Dunn, der Erfinder einer wundersamen Maschine, mit der man die Gedanken einer Person extrahieren und festhalten kann. Schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie, sich an etwas zu erinnern, das Sie glücklich gemacht hat. Und nun kommen wir zur schmerzhaftesten Erinnerung Ihres Lebens. Dieses Gerät extrahiert die wahre Erinnerung aus Ihrem Gehirn und zeigt sie Ihnen auf dem Display. Diese Maschine ist fantastisch. Pure, ungefilterte Wahrheit. Doch kurz darauf stirbt er in seinem Büro, unter ungeklärten Umständen. Das ist ein furchtbarer Verlust. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mir furchtbar leid tut. Woher kannten Sie Gordon? Er hat mein Leben gerettet. Ein Mann aus Duns Vergangenheit taucht auf. Ich muss herausfinden, was dir zugestoßen ist, Gordon. Das ist das Geringste, was ich tun kann. Dargestellt durch Peter Dinklage. Natürlich berühmt geworden durch Game of Thrones. Wer sind Sie? Ich arbeite für seine Frau. Sie waren an dem Abend bei ihm. Ich habe ihn geliebt. Kann ich Ihnen helfen? Ja, Allison. Allison ist tot. Der Fremde will Duns Erfindung benutzen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Gordon Dunn stellen. Raus hier! Das Gehirn verdrängt gewisse Dinge aus gutem Grund. Die Maschine hat Mängel, Halluzinationen, Zeitkollaps. Weißt du, wer das ist? Lawton hat gelogen. Ich glaube, ich weiß, wer Gordon ermordet hat. Ich werde ungern herausfinden, dass du lügst. Gibt es etwas, das Sie gern vergessen würden? Wer sind Sie? Nehmen Sie die Waffe runter! Hilfe! Und das war's schon wieder mit unserem Bericht aus der Welt des Films. Wir wünschen euch noch ein wenig Geduld für die nächsten Wochen und große Vorfreude auf den Frühling danach. Also dann, bis bald, hier wieder bei CineGeek.